Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute ist so ein hässliches Wetter draußen, dass wenn man nicht muss, geht mal gar nichts raus. Was macht man dann? Geht man in die Küche und kocht man was. Dann wird es schön warm und kuschelig und dann zum Essen gibt's was Leckeres. Und heute möchte ich euch zeigen ein ganz einfaches, aber wirklich ganz einfaches Rezept für den Hähnchen im Backofen, wird knusprig gebacken, richtig schön saftig, lecker. Und dafür brauchen wir gar nicht viel Zutaten. Hähnchen, Salz und Pfeffer und die Soße. Die Soße könnt ihr eure Lieblings-Barbecue-Soße nehmen. Oder mischt ihr euch selber mit Ketchup und irgendwelche anderer Soße noch dazu, passt auch. Ich habe in meinem Fall jetzt gemixt aus meinem selbst eingekochten Ketchup. Das ist dann Rhabarber-Ketchup und diese süß-sauer Soße aus den roten Johannisbeeren. Diese Süße und Säure passt richtig gut. Habe die zwei Sachen zusammengemixt und habe dann diese Soße zum Bestreichen. Das war's. Mehr brauchen wir nicht. Absolut nicht kompliziert. Jetzt müssen wir die richtig kalt abspülen, abtüpfeln und dann richtig aufschneiden. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Wir müssen jetzt von unserer Hähnchen, dass wir die dann so richtig flach legen können, diese Teil von Rücken rausschneiden. Am besten es wäre jetzt mit der Küchenschere. Leider, meine Schere sind kaputt gegangen und ich habe mir neue noch nicht angeschafft. Deswegen versuche ich jetzt einfach mit meinem scharfen Messer das rauszuschneiden. Da wo die Hals ist und lang von der Rücken. Mein Messer ist auch richtig schön scharf. Deswegen geht es. Muss man nur aufpassen, dass man nicht in die Finger schneidet. So. Nah wie möglich an die sozusagen Wirbelsäule gehen. Wie gesagt, mit der Schere ist viel besser, weil hier kommt jetzt die Keule-Ansatz. So, wie viel diese Fettfetzen kann man auch ausschneiden. Und genauso die andere Seite. Und dass unsere Hähnchen richtig schön flach liegt, müssen wir hier bei dem Brust diese Knochen etwas anschneiden. So. So, hier. Deswegen, wenn wir dann die so reinlegen, können wir die dann richtig schön flach drücken. Die großen Fettfetzen schneide ich ab, weil sowieso wird keiner das essen. Aber aus denen kann man auch schöne Bouillon kochen. Und vielleicht dann danach Suppe kochen. Ich mache das jetzt alles schön sauber und dann machen wir es weiter. So richtig schön abtüpfeln. So, die Hähnchen habe ich richtig gut von beiden Seiten abgetüpft. Das ist nichts, was hier so richtig so nass ist. Richtig so schön trocken tüpfeln. Und dann werden wir jetzt unser Hähnchen mit Butter bestreichen. Von allen Seiten und sogar hier unter der Haut. Die Butter habe ich auch schon aus dem Kühlschrank rausgenommen. Und versuchte hier aber nicht die Haut kaputt reißen. Mit den Fingern vorsichtig hier rein unter die Haut gehen. Und ein bisschen Butter da reindrücken. Schaut, das lässt unsere Hähnchenbrust nicht so trocken. So richtig schön vorsichtig unter die Haut und dann von alle Seiten richtig schön einreiben. Die Hähnchen ist kalt, deswegen Butter wird ziemlich schnell dann wieder fest. So, von innen natürlich auch. Deswegen ist das wichtig, dass Fleisch richtig trocken ist. Das mal besser kann man mit dem Butter bestreichen. Auch hier unter der Haut. Und jetzt werden wir mit Salz und Pfeffer bestreuen. Oder ihr nehmt ein grobes Salz oder auch die Mehl und Pfeffer. Mehr brauchen wir nicht. Umdrehen und genauso auch anwürzen. Die Butter habe ich schon gesalzte Butter genommen. So, haben wir jetzt unser Hähnchen gewürzt. Jetzt, dass die Flügel nicht verbrennen, werden wir die einfach nach unten stecken. Einfach hier nach oben und dann schön drunter drücken. So, nach oben
und unter der Brust hier, kann man sagen, fast unter die Haut drücken. So sieht er jetzt aus. Sieht fast wie eine Schmetterling. Und jetzt übertragen wir den Henkel auf den vorbereiteten Blech. Auf dem Blech habe ich so eine Dauerfolie drauf und trage das einfach drüber. Wenn noch ein bisschen Butter hier übrig geblieben, einfach abkratzen und einfach an den Fleisch reinbringen, dass keine Verschwendung ist. Und dass bei dem Backen die Beine nicht auseinander gehen und ihre schöne Form Hähnchen behält, binden wir einfach hier zusammen. Und jetzt geht unser Hähnchen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 30 Minuten überbacken. Für erste 30 Minuten überbacken. Den Backofen habe ich schon vorgeheizt. So sieht unser Hähnchen nach 30 Minuten. Jetzt können wir unseren Backofen auf 20 Grad erhöhen. Das heißt, jetzt 220 Grad habe ich jetzt gestellt und werden wir unsere Hähnchen jetzt mit unserer Soße bestreichen. Und nehmt einfach eure Lieblingssoße und bestreichen wir mit so einer dünneren Schicht. Wir werden es jetzt 2-3 Mal lieber machen und dann habt ihr eine sehr schönere Kruste. Und wird sehr, sehr lecker. Nur oberste Schicht. So ein Hähnchen schmeckt sogar besser als Grillhähnchen. Insgesamt wird unser Hähnchen ungefähr so eine Stunde im Backofen sein. Deswegen könnt ihr euch selber anpassen, wie viel Mal wollt ihr den Fleisch bestreichen. Zweimal oder dreimal. Jetzt zum Beispiel für 10 Minuten stellen wir in den Backofen, dann holen wir ihn raus und bestreichen wieder mit einer dünnen Schicht mit dem Soße. So, nach 10 Minuten, schaut ihr, wie toll sieht das aus, bestreichen wir nochmal mit einem dünnen Schicht unserer Soße. So, ich stelle jetzt mal für 10 Minuten und dann bestreiche noch einmal. So, sind jetzt die letzten 10 Minuten vergangen. Für die letzten 5 Minuten habe ich dann Backofen komplett ausgemacht und einfach mit dieser Resthitze den Fleisch einfach da stehen gelassen. Jetzt machen wir erstmal den Faden ab. Und liebe Freunde, schaut bitte nach Art eures Ofens. Vielleicht müsst ihr nicht bei 220, sondern 210 oder 200 überbacken. Das so sieht, so dunkel, es ist wirklich nicht toll schwarz oder verbrannt. Es ist richtig nur knusprig. Jetzt übertrage ich das auf schöne Platte. Uiuiui, ist ja heiß. Am besten ist, dass es mir nichts kaputt geht. So, hups. Und schaut ihr. Wie toll sieht er aus. Richtig schön lecker. Die Kruste trotzdem ist schön knusprig. Und wir werden jetzt von der Brust abschneiden, dass ihr das seht, wie saftig trotzdem er jetzt noch ist. So, jetzt schneiden wir unsere Hähnchen an. Und ich möchte gerne euch zeigen bei der Brust. Schaut, wie hier kommt richtig den Saft raus. Es ist absolut nicht trocken, wie es immer bei der Brust ist. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann richtig sieht man, wie der Saft rauskommt aus dem. Schaut auf mein Brettchen. Richtig Saft. Ist richtig schön, weich und saftig. So, und jetzt ist Kostprobe. Was kann ich euch sagen? Einfach lecker. Und die Haut? Richtig gewürzt. Ich habe auch scharfe Soße. Merkt man richtig die Schärfe. Richtig lecker. Jetzt muss ich schnell den Fleisch an den Tisch servieren, bevor er trocken wird. Er schmeckt sehr, sehr lecker. Kann euch nur empfehlen. Es ist wirklich nicht viel Arbeit. Sehr einfach, aber schmeckt sehr, sehr lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Für eure Kommentare, für Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr mir Kommentare hinterlässt, da freue ich mich auch beim Lesen. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!